Nicht links fahren. Das war durch das Schild gerade ausgenommen, ausgeschlossen. Da können wir uns noch dran halten, oder? Rechtsfahrgebot kennen wir aus Deutschland. Das ist eine Regel, zusammen mit 80 km/h. Obwohl, wir sind Autobahn, wir können noch ein bisschen treten hier. Lass knacken. Lass laufen, den Humpen. Wunderschöne erneuerbare Energieressource. Hier irgendein Dings. Penisfabrik. Haha, ihr habt Penis gesagt. Zack, Tempomat 90 km/h. Und weiter geht's. Rechts ein schönes Gebirge. Ha. Noch eine Fabrik. Ah, mir gefällt's einfach. Ich mag sie gerne. Am liebsten würde ich anhalten und mir jeden Spot hier so. Oha, laute Fahrstuhlmusik. Mir jeden Spot angucken, was schön ist und was mir gefällt. Allerdings kann ich das ja auch nicht machen. Wir müssen Geld verdienen. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir könnten ein bisschen den Touristenmodus einschalten, natürlich, indem wir einfach langsamer fahren, mehr Zeit zum Gucken hätten, weil die Aufträge uns ja noch ein großes Lieferzeitraum bieten. Aber das ist nicht mein Anspruch, Leute. Wir wollen Gas geben, uns natürlich innerhalb der gesetzlichen Begebenheiten befinden, aber nichtsdestotrotz schnell unsere Firma voranbringen, schnell Geld verdienen, schnell Fahrer einstellen und dann haben wir auch Zeit zu gucken, ja? Da können wir uns gezielt aussuchen, so, wir machen mal Urlaub in Udine. Da würde ich gerne mal hin, ne, und mal gucken, was da so ist. Aber da, für die Spüchses haben wir jetzt keine Zeit. Das ist hier kein Urlaub, was wir gerade machen, Leute, das ist Arbeit, ja. Und das möchte ich auch bitte so gewertet sehen, ja. So, 40 km/h ist die Grenze. Ich gehe mal ein bisschen runter. Dürfen wir denn hier eigentlich schon wieder links fahren? Ich bin mir nicht sicher. Und will das Risiko auch gerade nicht eingehen. Weil ich weiß auch nicht, was es so für Strafen insgesamt gibt. Wir haben natürlich die rote Ampel schon gesehen. Wir haben das Licht schon gesehen, was wir nicht anhatten und deswegen Strafe zahlen mussten. Wir haben einen Unfall gesehen. Oh, sehen wir jetzt noch einen? Nein, sehen wir nicht. Haben aber halt noch nicht gesehen, wie es aussieht, wenn es verboten ist, auf der linken Spur zu fahren für LKWs. Und wir aber dann auf der linken Spur fahren. Ist es dann... Fährt man dann auf der falschen Spur? Ich will es nicht herausfordern. Das kostet alles Geld. Können wir auch dann ausprobieren, wenn wir mal ein bisschen zur Seite gelegt haben und vielleicht schon den einen oder anderen Money eingestellt haben. Aber jetzt reicht es erstmal, den Scheinwischer auszumachen, um nicht ganz wie ein Trottel dazustehen. Schalten in den 12. Gang. Was vielleicht auch nicht gerade klug ist, weil wir echt nicht aus dem Quark kommen hier. 70 mit Mühe und Not. Hier ist wieder eine Rehwarnung. Sind wir hier wieder wohl in Recklinghausen, wa? Naja, vielleicht auch nicht. 12. Gang. 87 Kilometer de Uhr. Zack, bei 90 kommt wieder der Tempo Max rein. Der Tempo Matthias. Und wir sind auch gleich schon da wieder. 1:35, ja, das geht ja wie im Flug. Können wir mal nicht so drauf achten, dass man präzise fährt hier. So, überholen wir den rechts, überholen wir den rechts, überholen wir den rechts. Nein, nein, brauchen wir gar nicht. Er gibt Gas. Ja, wundervoll. Sonst hätten wir uns schon fast strafbar gemacht. Aber ist gar nicht nötig. Der wollte uns nur ein bisschen veräppeln, nur ein bisschen ausbremsen. Was haben wir hier für einen Kumpel? Ah, Tag. Kann ich nicht. Sah aber auch nicht so wirklich italienisch aus. Und jetzt haben wir den Elevator-Turbo-Modus eingeschaltet. Den Turbo-Aufzugsmodus. Oh Mann, ey. Diese Playlist ist echt noch nicht so optimal. Naja, steigen wir lieber auf die Bremse hier. Bisschen runterschalten. Gucken, dass wir nicht allzu viel über den Grünstreifen fahren. Das sieht ja doch ein bisschen unschön aus, wenn wir hier so rallymäßig abliefern, ne? Wirkt ja auch sehr, ich sag mal, nicht gerade vertrauensfördernd, wenn wir mit einem LKW auf den Hof kommen, der nach
Dreck und Modder aussieht. Ja, da wissen die genau, aha, hier, der hat seinen Sebastian Löb raushängen lassen. Hat die Hose nicht zugemacht und seinen Sebastian Löb raushängen lassen und ist wieder Rallye gefahren. Friuli Venice Guila. Je ne sais pas, monsieur. Une autre chose, quelque fois. Fromage. Französisch. Also ich kann kein Italienisch. Müsst ihr mir nachsehen. Ich kann hier Feliz Navidad. Ist, glaube ich, sogar Spanisch, ne? Ja, ich kann kein Italienisch. Ich kann Pizza. Ich kann Si. Ich kann Napoli. Ich kann Amore. Aber das war's auch schon, ne? Ich meine, da kann ich Pizza bestellen. Ich wüsste nicht mal, was Bier heißt. Auf Französisch ist... Ne, Bier in Spanisch ist Cerveza, glaube ich, oder? Aber vielleicht könnte ich dann Bier und Pizza bestellen. Also eigentlich weiß ich alles, was man wissen muss, wenn man ins Ausland fährt. ¿Cómo estás? Ist aber auch Spanisch, glaube ich, ne? Cerveza wird dann auch Spanisch sein. Tja, alles klar, ich revidiere mich. Ich kann kein Wort Italienisch. Ich könnte noch nicht mal ein Bier bestellen auf Italienisch. Zack, ich müsste quasi in eine Kneipe gehen und zeigen, hier. Da, von diesem Bier 10 Liter. Ja, danke schön. Und da stand schon Trist auf der Karte, auf dem Straßenschild. Das heißt, wir sind gar nicht mehr so weit entfernt und das ist auch wahr. 40 Minuten, 40 Kilometer. Müssen hier auf die linke Spur, so wie es aussieht. Jetzt fahren wir Richtung... Was stand denn da gerade? Lilliputana? Marihuana. Eine Mischung aus Lilliputana und Marihuana. Der Lilliguliana. Ist auch eine ganz seltene Kreuzung. Kommt nur in den hochgelegenen Andengebieten in Holland vor. Ist quasi noch seltener als der Bigfoot Sasquatch. Ne? Hier haben wir schon rechts wieder ein quergefahrenes Schild. Und kommen auch schon wieder an einen Grenzübergang. Ich weiß gar nicht, sind das denn alles Grenzübergänge? Wir gucken mal eben schielen auf die Karte. Ja, das sieht mir wie ein Grenzübergang vielleicht aus. Oder ist es doch die Maut? Haben wir hier eine Legende? Natürlich nicht. So, wo haben wir denn die Landesgrenzen? Das ist hier. Also hier haben wir auf jeden Fall eine Grenze. Eigentlich. Und kein Grenzübergang. Nee, alles klar. Dann wird das die Maut sein, die wir bezahlen müssen. Ja, muss halt, ne? Zahlt ja immer noch der Auftraggeber. Wir sind ja noch schön fein raus, weil wir ja noch nicht unseren eigenen Truck, unsere eigene Firma haben. Und jetzt wird es Zeit, auf die Bremse zu steigen, um anzuhalten, damit wir auch unsere Maut zahlen können, wie wir sie zahlen wollen. Ich übertreibe maßlos. Gucken mal, ob wir hier mit der SCS-Kreditkarte bezahlen können. Können wir, glaube ich, nicht. Aber Mastercard geht ja überall, vis-à-vis. Discovery Channel und weiter geht's. Klick, klick, klick. Da, 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 da. 17 Minuten und 18 Kilometer, 17 Kilometer, wir sind im Ziel gleich. Unfassbar, wir sind in Italien, Leute. Guckt euch das doch mal an. Das sieht da hinten so aus wie eine Brückenruine oder so. Hier ist der italienische Plattenbau. Und wir wollen noch mal gucken, ob wir den Berlusconi nicht hier irgendwo überfahren können. Nein! Was? Oh nein! Hä? Nein, Leute! Seht ihr es? Nein! Es ist wie beim letzten Mal. Ich habe gerade den Leerlauf drin. Ich habe beide Füße vom Lenkrad, vom Pedal genommen. Beide Füße vom Lenkrad. Und der gibt trotzdem Gas. Aber es reicht nicht, um zu fahren anscheinend. So, jetzt probiere ich einmal das, was ich eigentlich nicht möchte. Zack. Und zack. So. Ja. Ja. Alles klar, es geht wieder. Mal eben auf den Desktop geswitcht und jetzt geht's wieder. Also das ist genau das Problem, was ich ganz am Anfang oder am Beginn in einer der letzten Folgen beschrieben habe. Die Pedale fallen einfach aus,
wir dürfen nur 50 km/h fahren. Spiele Grino. Wir sind in Triste. Ja, shit, ja eh. Die Pedale fallen aus. Ich muss dann auf den Desktop zurückgehen. Kann dann wieder ins Spiel. Und wie ihr seht, es funktioniert wieder. Das war jetzt kein Schnitt drin oder so. Wenn einer ähnliche Probleme hat und dafür aber eine Lösung anzubieten hat, kann er mir da gerne, oder bitte ich ihm drum, dass er mir schreibt, was man da machen kann. Ich werde mal versuchen, das Programm neu zu installieren und da irgendwas zu machen. Vielleicht auch mal die Treiber gegebenenfalls zu aktualisieren. Ansonsten weiß ich nicht, was ich da machen könnte, weil das sieht für mich ja wie ein Windows-Problem aus, beziehungsweise ein Problem, was die Software hat und nicht jetzt direkt ein Hardware-Problem. Vielleicht ist auch ein kleiner Wackelkontakt irgendwo im Anschluss. Das könnte natürlich auch sein, dass wenn ich leichte Berührung an den Pedalen ausführe, dass da irgendwie der Kontakt dann abreißt. Aber für mich wirkt das eher wie ein Windows-Problem, dass die Software auf einmal nicht zurechtkommt, weil die Lenkung auch sich umstellt. Also die switcht quasi von den 900 Grad, die wir jetzt haben. Also hier sind ja ein ganzer Einschlag, den habe ich hier auf der anderen Seite genauso. Und ihr hört, wie das Lenkrad meins auch in echt zurückgeht. Nein. Ach, das ist doch ein Witz. Wieso fahre ich dem auch einfach hinterher und achte nicht auf die rote Ampel? Und wieso erkläre ich so einen Schwachsinn überhaupt? Während ich doch eigentlich mich konzentrieren muss. Oh, guckt mal, ein Heißluftballon. Ich darf mich nicht ablenken lassen. So, Pedalerie. Für mich fühlt es sich an wie ein Windows, ein Softwareproblem. Aber ich bin ja auch nur ein Laie. Hab da keinen Plan von. Da ist eine Adidas-Werbung. Alles klar, also die Mob-Leute haben auf jeden Fall Marken eingefügt, weil ich glaube nicht, dass die PS Vita standardmäßig hier im Spiel beworben wird. Was wir mal bewerben könnten, wäre vielleicht ein Lenkrad-Reparaturservice, der einmal durchcheckt, woran es denn mit meinem Dings liegt. Muss ich hier noch gar nicht rein? Nö, ist da hinten. Dann fahre ich doch nochmal wieder links. Scheint wohl gut zu laufen hier bei der Firma, oder war das gerade Euroguts? Ein bisschen neben der Spur jetzt, ey. 350 Tacken verloren, rote Ampel, Arschlecken und Pedale kaputt. Beziehungsweise einmal ausgefallen. So, jetzt habe ich hier nicht mal eine Ampel gesehen. Aber weil der Kumpel rechts gefahren ist, denke ich mir auch, kann ich fahren. Scheint ja auch alles gut gegangen zu sein. So. Da sind wir. Wir haben den Trip nach Italien geschafft. Beziehungsweise sind wir schon mal da. Jetzt müssen wir bloß noch unsere Lieblingsübung ausführen. Unsere Paradedisziplin. Das rückwärts einparken. Wir haben dramatische Musik. Und gucken, ob wir das nicht direkt... Ich würde es ja gerne mal auf Anhieb schaffen. Ja? Und ohne hier den Schiedspiegel einzustellen. Ja, jetzt... Keine hektischen Spasti-Bewegungen machen hier. Aber es ist schon vorbei. Ein bisschen zu weit gekommen. Und mit zu weit gekommen meine ich natürlich den Orgasmus. So. Jetzt gehen wir mit. Jetzt gehen wir wieder zurück. Das dürfte ganz gut werden. In zwei Zügen, Leute. Ich bitte euch, besser wird's nicht. Besser wird's nicht. Ausgezeichnet war's. Mehl von Mannheim nach Trieste geliefert. Trieste. Langweilig auf jeden Fall. Nein, war's natürlich nicht. Wir sind Level 6. Wir haben 4590 Erfahrungen gesammelt. Und ich würde sagen, belassen wir's für heute dabei. Ja. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Vielen Dank fürs Zusauen. Vielen Dank, dass ihr meine Videos zugesaut habt. Finde ich unter aller See, finde ich das. Nein, Spaß beiseite. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Duki. Wie abgefahren. Haut da rein. Tschüss.